Mein schlimmster Albtraum wird wahr bei Planetary Annihilation, ein riesiger Wasserplanet mit winzigen Inseln. Und es ist Free for All und es ist mein Untergang. Jetzt schon unter Garantie. Ja, ich weiß nicht genau, mit Schiffen kenne ich mich ja gar nicht aus, das wisst ihr ja alle. Wenn ihr noch nicht so oft zugeschaut habt, dann wisst ihr es noch nicht, aber ich kenne mich mit Schiffen nicht aus. Schiffe sollen ganz toll sein. Aber ich mag auch Schiffe, so in der Realität. Aber hier im Spiel, ja, immer so ein bisschen schwierig, weil ich einfach keiner bin, der so langsame Einheiten mag und wo man immer weit voraus denken muss, wo die jetzt als nächstes am dümmsten hinfahren. Und ich weiß zum Beispiel auch bei Schiffen, also noch weniger als bei anderen Einheiten, was ich da am sinnvollsten in welcher Reihenfolge baue. Deswegen baue ich jetzt einfach mal alles. Wahrscheinlich ist das schon der Fehler, weil irgendwie man nicht in einer Fabrik Kreuzer und Anti-Aircraft-Schiffe baut und weiß ich was. So, ich will jetzt hier erstmal, ich will relativ schnell Ressourcen aufbauen, damit ich relativ bald auf den Gasriesen komme. Auf Linkin Park. Bitte möge die GEMA Abstand davon nehmen, dieses Video zu sparen. Aber ich singe ja jetzt auch nichts. Das wäre ja in the end ganz schön blöd. So. Gleich mal das. An sich habe ich ja jetzt hier eine ausreichende Anzahl an Metallspots. Also guckt euch mal den Planeten an. Das ist ganz schön albern, aber auch irgendwie schön. Ich werde mal zum Erkunden so ein bisschen gucken, dass ich Flugzeuge jetzt hier auf die Reihe kriege. Also Metall sollte relativ bald kein Problem mehr sein. Tatsächlich. Bauen wir noch ein paar mehr von den Technikern. So, du baust da noch Energie. Jetzt muss ich ein bisschen auf meine Effizienz achten. Ich gebe zwar ganz gut meine Ressourcen aus, aber muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Negative komme. Ich könnte der Commander jetzt hier nochmal auch noch Energie bauen. Das ist wenigstens mal so grob auf einen positiven Zweig komme. Metall sieht schon ganz gut aus. Ach, da bist du schon fertig. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht stillstehen. Die sollen natürlich auch arbeiten, die Jungs. So, ihr baut Energie. Bringt jetzt nichts, wenn ich den unterstütze. Ach, 98% Effizienz. Das ist doch schon grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt. Unterstützt mal den, dann ist ein Energieding mehr fertig. So, hier habe ich schon meine Winzflotte. Mit der kann ich natürlich noch nicht so viel anfangen. Gut wären mal so ein paar Kundschafter. Ein paar Fireflies heißen die doch, ne? Firefly. So. Kann ich mal ein bisschen rumfliegen und gucken, wo die anderen sind, weil die werden nicht dumm sein. Die werden ja alle zum Gasplaneten wollen. Habe ich ihn jetzt markiert? Wird nicht angezeigt, ne? Ich irgendwie was falsch eingestellt, wahrscheinlich. Wieso? Ach, das Spiel steht still. Deswegen. Okay. Schön! Hervorragend! Planetary. Können wir weiterspielen? Bitte? Können wir nicht. Ja. Ist jetzt die Frage, liegt es an mir, liegt es nicht an mir? Es liegt höchstwahrscheinlich nicht an mir. Zumindest erfahrungsgemäß ist es meistens eher die Schuld von Planetary Annihilation. Ich generiere die Planeten. Also ich konnte jetzt wieder reconnecten, aber noch bin ich nicht da. Jetzt lebe ich noch. Das wäre jetzt ja die Frage. Ach, guck da unten. Also, ihr kundschaftet mal, bitte. Es hat natürlich jetzt mich 2, 3 Minuten gekostet. Es ist so ein bisschen mein großes Problem jetzt.
Ich bin ja sowieso schon scheiße. Und wenn ich dann auch noch Zeit verliere, ist das natürlich ganz ungünstig. Okay, wo ist der nächste? Da ist einer. Ja, gut, aber der Planet ist echt gar nicht mal so klein. Da trifft man sich nicht sofort. Da ist noch einer. Er ist am anderen Ende des Planeten, also da mit Schiffen hinzufahren ist natürlich ganz schön ärgerlich. So. Okay, dann. Ach, das ist doch Quatsch. Warum baue ich denn da jetzt Jäger? Ich baue damit Techniker, Lufttechniker. So, und der Orbital Launcher baut natürlich Orbitaltechniker. Aber mit den Lufttechnikern kann ich halt deutlich schneller Dingensbums bauen. Ihr wisst schon. Metall. Die können halt fliegen. Das ist der große Vorteil von fliegenden Sachen, ist, dass sie fliegen können. Der große Vorteil von diesen Planetary Let's Plays ist, dass ihr noch was lernt. So, bauen wir mal eine Orbital Fabrik. Und der erste ist hin. Uiuiui, okay. So, du baust da, dann kannst du unterstützen. Wo, 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 wo? Okay, da. Da könnte man gucken, ob man nicht vielleicht tatsächlich mal hinfliegt und irgendwas draus macht. Ich überlege, ob ich nicht jetzt parallel auf Flugzeuge gehe, weil ich meine, die Ressourcen, die ich jetzt hier habe, die sind ja nun wirklich Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, du bist hier oben auch gleich fertig. Dann bauen wir erstmal noch ein paar davon. Du baust noch ein paar Techniker. So, der nächste ist auf jeden Fall irgendwo hier oben. Dann schicke ich mal meine Flotte da so zum Sammeln hin. Ihr unterstützt mal den. Du baust mir erstmal einen Orbitalradar. Und dann baust du mir daneben noch ein normales Radar und dann das. So. Und dann hätte ich gern mal so ein bisschen Luftabwehr, damit ich nicht völlig hilflos bin. Und dann sieht nämlich die Energie auch schon wieder scheiße aus. Aber das ist mir jetzt gerade wurscht. Die sind zu nah an Land, die kann er nicht bauen. Gut, dann baust du hier auch noch ein bisschen Luftabwehr. Ich finde es schön, dass das Metall so gut aussieht. Das ist schön. Da ist es wirklich erfrischend, das ist mal was anderes. Da baut der Commander mehr Energie. Wenn er schon seine Ressourcen verbraucht, dann soll er wenigstens Energie bauen. Die können wir im Endeffekt auch weglassen und lieber erstmal ein bisschen Solarzellen produzieren. Ihr baut da unten noch ein paar Metallspots. Das ist gut. Das läuft ganz gut. Ist aber auch viel Metall auf dem Planeten, ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist die Frage. So, jetzt muss der hier mal fertig werden. Baut mal weiter, Jungs. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt bald mal ein bisschen mehr Energie. Das ist aber auch ein krasser Metallplanet. Wo hatte ich Ihnen gesagt? Na, dann mach doch gleich hier noch ein bisschen mehr. So, Orbital Radar complete. Ah, ich habe keine Energie. Das erklärt einiges. Das erklärt ein bisschen was. Ah.
Braucht man hier oben mehr Energie. Ich brauche auf jeden Fall mehr Energie. Meine Damen und Herren, wir benötigen Energie. Gut. Reicht an Technikern. Denke ich mal. Oh, jetzt haben wir Metallproblem. Woran liegt das denn? Vielleicht daran, dass ich irgendwie Blödsinn mache. Aber vielleicht ist es auch nur ein dummer Zufall. So, hier noch ein bisschen Luftabwehr. Jetzt habe ich auch mal Energie. Gucken wir mal. Hier ist, da ist ja noch gar nichts los. Dann schicken wir gleich mal alle, die ich habe, hier rüber. Zum Südpol wäre ich gern geflogen. Vielen Dank. Tschüss. So, Luftfabriken haben wir da auch langsam. So ein paar. Da brauchen wir mal Tech 2. Und du baust mir noch ein paar Werften. Ihr seid da gut auf dem Weg. Du bist schon wieder fertig. Dann baut ihr mir zusammen hier einfach noch mehr Metall. So, aber die sind noch nicht im Orbit, ne? Das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Gut, dann beginnen wir jetzt einfach mal mit der Produktion. Von Flugzeugen. Und ihr baut mir mal große Energie. Dann habe ich nämlich damit auch keine großen Probleme mehr. Weil ich natürlich jetzt hier oben auch schon ein bisschen was habe. Reicht jetzt erstmal. Bauen wir mal da oben noch mehr davon. Und ihr baut mir mal einen Rüssel. Das müsste ja eigentlich recht schnell gehen jetzt. So, so wie es aussieht, habe ich auf jeden Fall die Ressourcenhoheit. Ich sehe noch nicht so recht, was die anderen gerade gegen mich machen wollen. Das ist alles noch ein bisschen hampelig, was die hier so abziehen. So, bauen wir mal auf jeden Fall noch mehr davon. So vielen Ressourcen kann ich eigentlich hier auch ordentlich unterstützen, den Bau der ganzen Sachen. Habe ich gleich noch 5 Flugzeugfabriken mehr. Die sind hier auf einem guten Weg. Baut mal da auch noch aus. So, habe ich gleich jede Menge Jigs. Und da bauen wir mal Avenger. Ah, jetzt ist er da drüben auch schon im Orbit. Das ist nicht so schön, aber ich habe ja jetzt hier auch nicht mehr groß was gemacht, um das zu verhindern. Unterstützt mal, dann baue ich jetzt mal 10 Avenger und fliege rüber. So. Baue jetzt einfach mal 100 Flugzeuge und probiere mal einen kleinen Angriff. Vielleicht wäre irgendwie so Atomraketen und Zeug nicht schlecht. Ich bin völlig überfordert, weil ich selten so viel Ressourcen habe. Das kenne ich überhaupt nicht. Könnt ihr euch ja vorstellen. Wenn ihr hier länger zuguckt, wisst ihr ja, dass ich meistens eher im unteren Ende des Ressourcenspektrums hänge. So. Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Ich würde mal sagen, sammelt euch mal da hinten.
So, die bauen da gerade eine Fabrik, aber das kann ich problemlos verhindern, selbst mit nur 8 Avengern. Sollte es problemlos eigentlich gehen. Machen wir Attack Order nach da hinten. Da können wir noch den Avenger mehr mitnehmen. Anti-Nuke, sehr schön. Unterstützt das mal bitte. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Bin ich komplett dafür. Jetzt habe ich allerdings so ein bisschen. Oh, jetzt ist er hier auch schon. Mein kleiner. So nicht. Habe ich den schon attacked? Nee, der Planet ist ganz schön groß. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Mehr Techniker bitte bauen. Und da hätte ich gerne noch eine Fabrik mehr. Orbital Factory located. Nein, greift bitte den an, dann kann er nichts weiter bauen. Und die machen wir gleich kaputt, so schnell es noch geht. Und dann hier die Techniker angreifen, die sind wertvoll. Scheiße. Und dann ist nämlich auch leider schon der Anker fertig. Krieg ich den? Ja, das sieht schlecht aus. Mann, jetzt erwische ich hier aus der Ferne nicht die Jäger. Ja, wenigstens noch hier den die Orbitalfabrik fertig machen. So, da brauchen wir noch mehr Jäger. So, ich glaube, ich mache mich jetzt einfach mal auf zu neuen Grenzen. Versuche jetzt einfach mal mit 200 Flugzeugen hier ein bisschen was zu reißen. Sollte eigentlich gehen, dass er mir hier nicht auch so schnell mit Flugzeugen kommt. Mann! Dann könnt ihr mir noch ein Advanced Radar bauen und noch eine. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Angreifen. Hat ja gar nichts. Ja, komm. Geschenkt. Schön. Sogar noch ein bisschen was gerettet. So. Na ja, gut, dann fliegen wir gleich weiter zum nächsten. Die scheinen ja sich nicht so großartiges Können hier aufzuweisen, die Jungs. Und Mädels und oder Mädels. Ich weiß es ja nicht genau. So. Ah, jetzt hat er da Umbrellas gebaut. Na gut. Kann er ruhig versuchen, da jetzt gegenzuhalten mit Jägern. Da muss er aber schon eine ganze Menge Jäger haben. Und wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er hat auch nicht so wenige. Jetzt ist erstmal so ein bisschen erkunden angesagt. Da ist er. Habe ich noch genug? Ja, sieht schlecht aus. Es wird nicht reichen. Na gut. Oder? Nein, das ist doch zu viel Luftabwehr. Gut. Dann machen wir das anders. Dann bauen wir auch noch ein bisschen davon. Schadet ja nichts. Wir haben ja die Ressourcen so halbwegs. Die können ja hier noch ein bisschen Metall ausbauen, wenn sie gerade nichts zu tun haben. So. Damit sind sie erstmal ein paar Minuten beschäftigt. Das reicht. Dann baut doch mal die großen Schiffe. Die großen Kaliber. Die kommen doch jetzt hier garantiert nicht vernünftig raus, ne? Natürlich die Frage, ob er Atomraketenabwehr jetzt gleich hier am Start hat. Wie sieht es hier drüben eigentlich aus? Da baue ich hier schön alles voll. Da dürfen meine Jäger auch gerne was gegen tun hier, gegen seine Jäger. Gegen die scheiß Fabrik.
du machst gar nichts, oder was? Das finde ich nicht so. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da explosionieren meine ganzen Jigs. Aber er passt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig auf. Also er ist dann nur gelandet. Aber er hat mehr. Also werde ich nicht gewinnen, den Kampf. Aber ich kann das ein bisschen reduzieren, was er hier hat. Was ich machen kann, ist hier noch ein paar Jäger hinschicken. Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Uiuiuiui. Wie schnell kriege ich so einen Angkor fertig? Die helfen ja doch. Viel hilft vielen, da sagt man ja so schön. Kriege ich nicht schnell genug fertig? Vielleicht kann ich. Jetzt ist er wieder weg. Nee. Jetzt fliegt er noch da hinten. Ah, jetzt macht er mir da hinten alles kaputt. Schade, schade, schade. Will das doch nochmal wissen, ha? Na ja, gut. Kann er ja versuchen. So, dann unterstützt mal hier noch schnell den Bau von der Atomrakete. So, ihr baut hier weiter mit. So, dann mache ich jetzt nochmal einen Flugzeugangriff und versuch dann ihm eine Atomrakete reinzuhauen. Ach, jetzt kommt er hier mit seinen Scheißjägern, macht hier meine ganzen Techniker kaputt. Das ist aber nicht nett. Das ist nicht nett. Ach Mist, ich hab. Vielleicht schaffe ich es. Ah, er hat da schon sehr viele Flugzeuge. So, aber da müsste doch jetzt eine Atomrakete ganz gut erfüllen, was sie erfüllen soll. Ich schwäche ihn noch ein bisschen. Das sind nur noch Jäger. Na gut. Aber ich habe keine Abwehr gesehen. Also mit etwas Glück. Etwas Glück treffe ich ihn. Ich fliege mal nochmal hin, zu überprüfen, wie es da aussieht. So. Komm, 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 komm. Bitte hab keine Abwehr. Ich habe zumindest keine gesehen. Und. Verdammt! Ist er weggelaufen? Oder was? Shit. Shit, shit, shit. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm schon. Na komm, das sind doch noch ein paar Bomber. Das geht doch noch. Ja! Schönes Ding. Ja, und in spätestens dann in 20 Sekunden hätte es die Atomrakete gemacht. Mal gucken, ob die noch halbwegs an der Stelle einschlägt. Das Spiel ist ja jetzt schon vorbei. Jetzt kommt gleich der Windscreen. Ja, schade. Hätte ich gerne mir genauer angesehen. Wollen wir nochmal gucken, wie der erste Commander gestorben ist? Ich habe das ja überhaupt nicht mitbekommen. So, wo waren wir denn überhaupt? Da war. Hä? Krass. Die sind ja nah beieinander gestartet. Wo ist natürlich ein bisschen Pech gewesen. Haben wir jetzt gesehen, der Bretonia war auch relativ gut. Er hat bis zum Ende durchgehalten. Gucken wir mal 30 Sekunden nach vorne. Ja, da lässt er ihn hier überhaupt keine Ruhe. Also das ist ja immer mein Problem, wenn jemand neben mir startet, der das ein bisschen besser kann mit den Schiffen. Ich hatte jetzt ja ein unverschämtes Glück, dass ich echt am anderen Ende des Planeten gestartet bin. Also hier war ja wirklich keiner. Ich hatte es ja wirklich sehr friedlich hier. Ich hätte mich ja hier komplett eine Hälfte des Planeten ausbreiten können. Also es war. Gebe ich jetzt zu, auch wenn es schön war, war das ein geschenkter Sieg. Also da feiere ich mich jetzt nicht für. Ey, guckt euch mal die Startpositionen an. Die drei sind auf einer Hälfte gestartet und ich bin auf der anderen gestartet alleine.
Also ich hatte echt viel Platz. Da habe ich fast nichts draus gemacht eigentlich. Aber man hat ja die ganze Zeit gemerkt, ich hatte einfach Zeit und Platz, um mich da auszubreiten. Ja, da hat er sich selbst zerstört. Da hat er gemerkt, dass es keinen Spaß macht, und dass er da vor allen Dingen auch keine Chance hat. Hat er seine Energiegeneratoren gebaut, hatte auch eigentlich einen guten Anfang hier, hat vier Fabriken gehabt, Orbitalfabrik, aber der Schwarze war einfach schneller mit den Schiffen unterwegs. Ja, da war für mich einfach der große Vorteil, dass der Planet relativ groß war und dass Schiffe relativ langsam sind und er damit jetzt nicht groß erkundet hat, sonst hätte er mich ja relativ schnell da auf der anderen Seite entdeckt mit seinen Flugzeugen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals mit seinen Flugzeugen bei mir rübergeflogen ist. Können ja mal kurz hier so ein bisschen durchschalten, ob wir da so einen Moment erwischen, wo er mich irgendwie entdeckt hat, aber da war jetzt gerade hier so ein bisschen so ein Flugzeug irgendwie. Nee, ist aber ein Techniker, der da hinten baut. Also da sieht man echt, ich hatte ja hier den halben Planeten und meine ganzen Metallechsen, die hier völlig schutzlos im Wasser standen auf beiden Seiten, waren aber immer noch gefühlt 1000 Kilometer weg von dem Gegner. So dass ich da überhaupt nicht in Gefahr war. Konnte mich da völlig in Ruhe ausbreiten. Also schön für mich, war aber natürlich reines Glück, dass ich da so gestartet bin. Gut, Leute, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Allerdings solltet ihr die Augen offen halten, weil in den nächsten Tagen kommt auch das Ankündigungsvideo, das offizielle, erste richtige Ankündigungsvideo für das Planetary-Turnier. Da werde ich euch darum bitten, dass ihr da drunter in den Kommentaren schreibt, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Alles Weitere erfahrt ihr dann in diesem Video. Also sage ich da jetzt nicht ewig viel zu. Es lohnt sich aber auf jeden Fall mitzumachen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben ein paar richtig gute Sponsoren, kriegen da ein ordentliches Preisgeld zusammen. Und ich denke, das wird ein richtig schönes Turnier. Ich denke, wir kriegen da was Gutes auf die Beine gestellt. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Gute Nacht, gute Schlacht. Macht's gut.